versuche ich es euch zu erklären, was nach der Räterepublik in Ungarn geschah, beziehungsweise wie es zum Friedensvertrag von Trianon und zur Verstümmelung des Landes kam. Also Trianon ist auch bis heute ein sehr beliebtes und aktuelles Gesprächsthema. Also bitte hört heute ganz aufmerksam zu, weil das wichtig so ein Schock, ein Trauma für das ungarische Volk war. Und dieses Ereignis ist sehr schwer. Auch bis heute ist es sehr schwer, dieses Ereignis zu verarbeiten. Okay, na, was geschah also nach der Räterepublik? Wir haben Ungarn im August 1919 letztes Mal in einem sehr chaotischen Zustand hinterlassen. Es gibt rumänische Besetzung fast im ganzen Land. Es gibt Plündereien, das heißt, die Rumäner versuchen alles, was sie finden, abzumontieren und weg nach Rumänien zu schleppen, sprich Lokomotive, Maschinen der Fabriken, Rohstoffe, Wertstoffe. Sie wollen sogar das ungarische Nationale Museum plündern. Ein amerikanischer General, General Bandholz, hat das aber mit seiner Reitpeitsche verhindern können. Also Bandholz ist auch bis heute ein Nationalheld bei uns. Schlimm ist aber, dass es fast keine Verwaltung und Regierung gibt. Und also das Land ist wirklich ohne Anführer in einem chaotischen Zustand, wie gesagt. Und auch die Gesellschaft ist sehr demoralisiert und gespaltet. Warum? Die Gesellschaft ist nach einem Krieg, und zwar nach einem verlorenen Krieg. Károly und seine oppositionelle Regierung und die Räterepublik haben mit Reformen experimentiert. Sie wollten Reformen einführen, was eigentlich nicht gelungen ist. Und jetzt weiß eigentlich keiner so richtig, wie es jetzt weitergehen soll. Und wichtig noch zum Thema Károly und dann später Räterepublik, dass die ehemalige Opposition und die linksorientierten politischen Kräfte, wie zum Beispiel die Sozialdemokraten oder die Bürgerliche Radikale Partei und sogar die Kommunisten, ihre Glaubwürdigkeit total verloren haben. Und zwar für Jahrzehnte. Also links, also die politische Linke, hat sich völlig diskreditiert. Diskreditieren, das heißt, und dazu kommt noch, dass Antisemitismus auch jetzt immer stärker wird. Was sind die Gründe dafür? Warum erlebt das Land 1919 eine relativ hohe Welle von Antisemitismus? Weil unter den Juden, also unter den, Entschuldigung, unter den Anführern der Räterepublik, relativ viele Juden waren. Also die waren dort ein bisschen überrepräsentiert, wie zum Beispiel Béla Kun, war auch jüdischer Abstammung, oder der Anführer der Lenin-Jungs, Tibor Samueli, er war auch jüdischer Abstammung. Viele haben also die Räterepublik und diese kommunistische Machtübernahme mit den Juden gleichgesetzt. Wir müssen das aber klären, ob das stimmt oder nicht. Also war die Räterepublik wirklich ein jüdischer Versuch, die Macht zu übernehmen oder nicht? Ich würde hier definitiv Nein sagen. Man muss zwar gestehen, dass die gesellschaftliche Schicht der Juden viel aufnahmsfähiger war für Kommunismus und für neue Ideen. Aufnahmsfähig bedeutet auf Ungarisch fogékony. Warum? Mit dem alten System, also mit dem alten dualistischen System,
wo die ungarische Elite herrschte, wo Boden und Land noch immer und Land, Bodenbesitz und Land noch immer sehr wichtig geblieben sind, wo ehemaliger ungarischer Adel, also der Gentry, noch immer mehr Rechte hatte als ein Arzt oder ein Akademiker. Diese gesellschaftliche, verstaute Gesellschaft war für die Juden freilich nicht in Ordnung. Sie waren also Unterstützer von Reformen, sie waren auch die Katalysatoren der wirtschaftlichen Entwicklung in den Zeiten der Dualismus. Und sie waren auch dafür, dass nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die ganze Gesellschaft reformiert wird. Deshalb haben wirklich sehr viele Juden die Räterepublik und davor die Koalitionsregierung von Károly begrüßt und unterstützt. Zweitens darf man nicht hundertprozentig behaupten, dass die Räterepublik ein jüdischer Versuch war, weil, wie Belakun gesagt hat, er hat gesagt, dass er zwar Jude gewesen sei, ist aber jetzt kein Jude mehr, sei aber jetzt, Entschuldigung, kein Jude mehr, sondern dass er jetzt ein Kommunist sei. Das hat er gesagt. Also, sie haben ihre Religion und ihre jüdischen Wurzeln auch selber verleugnet. Also Kommunismus ist gegen Religion. Also, wie gesagt, ich würde das nicht sagen. Sie waren einfach Kommunisten und unter diesen Kommunisten gab es relativ viele Juden. Also das ist die Wahrheit. Aber Räterepublik war keine jüdische Republik. Okay? Es bilden sich aber auch neue politische Kräfte und es ist vorprogrammiert, dass diese neuen politischen Kräfte nicht linksorientiert, sondern eher rechtsorientiert sind. So ist zum Beispiel die antibolschewistische Komitee, die in Wien von István Bethlen, von späteren Ministerpräsidenten gegründet wurde, oder die Nationale Armee unter der Leitung der ehemaligen Miklós Horthy, also der ist Entschuldigung, unter der Leitung des ehemaligen Admiralen Miklós Horthy. Und diese zwei Kräfte werden immer stärker und vor allem die Nationale Armee wird langsam eine entscheidende politische Kraft. Und mit Horthy und mit der Nationalen Armee beginnen auch die Entente-Mächte, also die Siegermächte, Verhandlungen, weil es für sie auch immer unbequemer ist, dass in Ungarn ein Chaos herrscht. Also die Entente-Mächte möchten das Land auch konsolidieren, Horthy möchte das auch. Also es muss eine Lösung gefunden werden. Übrigens, im kommenden Jahr gibt es vier Übergangsregierungen in Ungarn. Keine der Regierungen hatte so richtig Erfolg. Aber darunter, also Entschuldigung, währenddessen, wollte ich mal sagen, währenddessen beginnen schon die Verhandlungen und in der zweiten Jahreshälfte 1919 beginnen die Rumäner die besetzten Gebiete zu räumen und die Nationale Armee kann Stück für Stück das Land besetzen. Da hab ich auch eine schöne Karte für euch. Also Hauptquartier der Nationalen Armee war Szeged. Na, wo haben wir Szeged? Hier haben wir. Hier haben wir Szeged. Und die Rumänen haben das Land in östlicher Richtung verlassen. Und wie ihr sehen könnt, hat die Nationale Armee so eine Kurve gemacht. Und so aus dieser Richtung die Kontrolle über Ungarn nach den weggegangenen Rumänern zurückbekommen. Da ist eine gute Frage, ne? Warum die Rumänen das Land verlassen haben. Sie hätten auch bleiben können. Sie hätten auch ganz Ostungarn
Sie hätten auch ganz Ostungarn gewollt. Aber Gott sei Dank, sie ziehen sich bis zu dieser Grenze zurück. Und warum? Warum ziehen sich die Rumäner bis zu der heutigen Ostgrenze zurück? Weil sie zu dieser Zeit schon gewusst haben, dass sie die Gebiete, die östlich davon befinden, also Partium und Siebenbürgen, erhalten werden. Also den Rumänen war es schon versprochen. Viel schlimmer ist es, dass wahrscheinlich Horthy das auch schon gewusst hat. Also Horthy das auch gewusst, dass die Rumäner nur bis zu dieser Grenze kommen werden. Also es war Horthy wahrscheinlich auch klar, dass die Gebiete des Partium und Siebenbürgens verloren gehen werden. Okay. Am 16.11.1920, interessanterweise, das ist das Jubiläum. Ne? Das ist das Jubiläum der Ausrufung der Volksrepublik Ungarn. Also exakt vor einem Jahr hat Károly die Ungarische Volksrepublik ausgerufen. Und ein Jahr nach diesem Tag hält Horthy seine berühmte Rede in Budapest, als er in Budapest marschiert. Bitte lernt mal diese Quelle, das ist eine sehr wichtige Quelle. Und er hat gesagt, na, Budapest hat seine tausendjährige Vergangenheit verleugnet, ihre Krone in den Gatsch getreten und rote Fetzen angezogen. Was steht hier? Also Horthy definiert damit klar, dass er nicht den Kurs der Kommunisten, sprich rote Fetzen, also er möchte den Kurs der Kommunisten nicht fortsetzen, sogar verleugnen, aber er möchte auch nicht den Kurs der Oppositionsregierung, also von Mihai Károly, fortsetzen. Also Horthys Stellung ist ganz eindeutig. Was im letzten Jahr gemacht wurde, damit ist er nicht identisch. Damit will er sich nicht identifizieren. Er möchte eine ganz andere, einen ganz anderen politischen Kurs beginnen. Hier ist übrigens Miklós Horthy bei seinem Einzug nach Budapest. Ja, Hausübung. Denkt ein bisschen darüber nach, warum er auf einem weißen Pferd sitzt. Okay? Hat das weiße Pferd schon eine Vergangenheit in der ungarischen Geschichte? Ist das weiße Pferd ein Symbol? Okay, also ein bisschen googelt man nach. Horthys Rede wird von Gesetzen gefolgt. 1920 im März gibt es eine Nationalversammlung. Und hier hat die ehemalige Opposition keine Mitsprache. Sie sind nicht einmal eingeladen. Also welche politischen Kräfte sind in dieser Nationalversammlung? Die rechten Kräfte, also die Legitimisten und die sogenannten freie Königswähler. Legitimisten sind politische Kräfte, die Habsburger, also das Haus Habsburg, zum König wählen wollten. Hier waren die freien Königswähler. Sie wollten zwar das Königreich behalten, aber einen Habsburg-König. Und ihr Programm wird auch durchgeführt und vorgezogen. Also die Staatsform von Ungarn wird zwar Königreich, aber vorerst ohne König. Also Ungarn wird wieder ein Königreich, aber ohne König. Dafür wird Miklós Horthy zum Staatsoberhaupt und zum Reichsverweser ernannt. Okay? Also Alamfő ist Kormányzó, so Reichsverweser oder Gouverneur, sagen wir auch. So wird also die Staatsform definiert.
funktioniert. Okay, und so kommen wir langsam schon zum Friedensvertrag. Schon im Januar, also vor der Nationalversammlung, haben die Ungarn die Möglichkeit bekommen, in den Entwurf des Friedensvertrags reinzuschauen. Das war allerdings zu spät. Also die Ungarn haben keinen Einfluss auf diesen Friedensvertrag gehabt. Das haben die Siegermächte entschieden, was dort steht. Und hat dann eigentlich überhaupt keine Wahl, das zu modifizieren. Und ganz schockierend war, dass in diesem Entwurf bedeutet Tervezet, dass in diesem Entwurf das ethnische Prinzip überhaupt nicht angewendet wurde. Also eher politische und wirtschaftliche Faktoren der Siegermächte bzw. der Nachbarstaaten würden bevorzugt und berücksichtigt. Am 6. Januar gibt es eigentlich drei Versuche seitens der Ungarn dagegen zu protestieren. Das ist die sehr berühmte und sehr schön formulierte Rede von Grafen Albert Apponyi. Hier ist, gleich werde ich euch ein Bild über Apponyi zeigen. Albert Apponyi, also über Albert Apponyi haben wir schon mal gelernt, ne? Also er war der Verfasser oder wie sagt man das, der Initiator der damaligen Lex Apponyi. Also er hat sich damals schon für die ungarische Dominanz im Karpatenbecken und über die höhere Stellung der Ungarn gegenüber den Nationalitäten durchgesetzt. Also er war ein ungarischer Nationalist, aber ein sehr guter Diplomat, und seine Rede hat er auch dann in fließend auf englischer Sprache vorgetragen. Leider, und er leitet auch mal die ungarische Delegation übrigens in Paris. Also Apponyi ist der Anführer der Delegation. Leider bringt diese Rede nicht viel. Und überhaupt das Problem mit Apponyi war bei diesen Verhandlungen, dass er nicht versucht hat zu verhandeln. Also Apponyi hatte zwar sehr gute Argumente gesammelt, sein Standpunkt war aber, dass die Integrität des Landes bleiben soll. Also er war nicht kompromissbereit. Er hat gesagt, okay, nichts vom ehemaligen ungarischen Königreich darf abgetrennt werden. Okay, also es wäre wahrscheinlich ein bisschen besser gewesen, wenn er kompromissbereiter gewesen wäre. Ein zweites Argument oder Gegenargument gegen den Friedensvertrag war die berühmte rote Karte von Paul Teleki. Das werde ich euch auch mal gleich zeigen. Mit der roten Karte hat der Politiker und Geograf Paul Teleki ganz gut gezeigt, warum dieser Entwurf diese zukünftigen Grenzen nicht gerecht sind und nicht dem ethnischen Prinzip entsprechen. Interessanterweise neigen die Briten und die Italiener ein bisschen dazu, diesen Entwurf zu bearbeiten, also neu zu formulieren. Die Franzosen werden das aber vollkommen ignorieren. Sie wollen, dass überhaupt keine Änderungen in diesem Friedensvertragentwurf vorgenommen werden. Warum? Das erkläre ich euch mal gleich. Na, da sind die Bilder. Drückt bitte kurz auf Pause. Das ist Graf Albert Apponyi. Könnte auch heute übrigens super in einer Modezeitung erscheinen. Hier sind Auszüge aus seiner Rede. Lest es bitte zu Hause unbedingt. Und da ist die berühmte rote Karte. Ne? Also damit zeigt Paul Teleki ganz genau, dass diese Grenzen, ne, die wir auch heute haben,
Also das sind heute unsere Grenzen, so schaut man ungefähr. Dass diese Grenzen der ethnischen Verteilung der Völker überhaupt nicht entsprechen, weil wir außerhalb der Grenzen noch sehr viele, zum Beispiel Tigraner, weil wir sehr viele Ungarn außerhalb der Grenzen haben, die hätten nicht abgetrennt werden sollen. Also Teleki wollte erreichen, dass diese Grenzen zumindest nach dem regionalen, Entschuldigung, nach dem ethischen Prinzip modifiziert werden. Leider ist das nicht der Fall geworden. Die Franzosen lassen das abstimmen und im Mai bekommen wir die endgültigen Friedensbedingungen, die dann, und dieses Datum muss von euch gelernt werden, im schwarzen Rahmen, die dann am 4. Juni 1920 unterzeichnet werden, und zwar im Schloss Trianon, Versailles. Die Ungarn mussten das, also die ungarische politische Elite musste das zwar annehmen und akzeptieren, aber als Zeichen für ihre, wie soll ich das sagen, für ihr nicht einverstanden sein, haben sie nur zwei Diplomaten vom niedrigen Rang geschickt, um diesen Vertrag zu unterzeichnen. Okay? Es gibt übrigens sehr viele Legenden über diesen Vertrag, dass er nur für 100 Jahre gültig ist. Das ist Blödsinn, steht nicht drinnen. Also leider haben wir das unterschrieben und dieser Vertrag war auch in Kraft. Aber es beschäftigt uns, mich, euch, alle Bürger in Ungarn bis heute ganz stark, wie es dazu gekommen ist, dass ausgerechnet wir Ungarn so stark bestraft worden sind. Warum waren unsere Friedensbedingungen fast die strengsten? Was sind die Ursachen dafür? Und das werde ich euch noch heute kurz erklären. Es ist relativ kompliziert. Man kann nicht sagen, dass Clemenceau daran schuld war oder die Rumänen daran schuld waren oder die Räterepublik oder Károly. Das ist kompliziert. Es gibt leider sehr viele Faktoren, externe und interne Faktoren. Zu den externen Faktoren gehört, dass Frankreich in Mitteleuropa ein neues politisches Zentrum aufbauen wollte, und zwar aus Ländern, die jetzt neu entstanden sind, beziehungsweise Gebiete gewonnen haben, also den Siegermächten beziehungsweise Frankreich verpflichtet waren. Okay, da hat Franz Ország az ő felé elkötelezett országokat akart létrehozni Közép-Európában. Welche waren das? Das waren Rumänien, Serbien. Nach Trianon oder nach den Friedensverträgen wurde das übrigens nicht Serbien, sondern Serbokroatisches Königreich. Entschuldigung, Serb-Kroatisches Slowenisches Königreich. Später aber Jugoslawien, also nennen wir das Jugoslawien, also Rumänien, Jugoslawien und die Tschechoslowakei. Ne? Also diese drei Länder, Polen könnte noch dazugehören, mit Polen hatten wir aber nichts viel zu tun. Diese drei Länder haben die sogenannte kleine Entente gebildet, auf Ungarisch Kis-Entente. Und die waren alle politische Verbündete von Frankreich. Warum brauchte Frankreich nach dem Krieg in Mitteleuropa politische Verbündete? Das ist eine sehr gute Frage und dafür gibt es aber auch eine sehr gute Antwort, weil Frankreich Deutschland, also na, Deutschland auch nach dem Ersten Weltkrieg
in Schach haben wollte. Also Frankreich wollte hinter Deutschland auch Verbündete haben. Aber früher war Russland ein Verbündeter. Russland ist jetzt aber nicht mehr in Frage gekommen. Warum? Weil dort die Kommunisten die Macht übernommen haben. Also die Sowjetunion, die spätere Sowjetunion, galt nicht als Verbündete von Frankreich. Also Frankreich brauchte Verbündete und deshalb hat er Rumänien, Jugoslawien und die Tschechoslowakei sehr reich beschenkt von Gebieten, mit Gebieten aus Ungarn. Zweitens, die Siegermächte wollten Österreich und Ungarn so weit wie möglich schwächen oder so schwach wie möglich halten. Warum? Weil sie wussten, dass Österreich und Ungarn mit den Deutschen gekämpft haben. Und damit sie in der Zukunft nicht starke Verbündete von Deutschland werden, müssen sie geschwächt werden. Also so viele Gebiete wie möglich müssen von ihnen weggenommen werden. Drittens hat man auch Angst vor Kommunismus. Und in Ungarn war die Räterepublik. Also man wollte auch verhindern, dass im Land noch einmal Kommunismus herrscht. Also die Räterepublik hat nicht gut. Ja, also den Friedensvertrag hat die Republik überhaupt nicht gut getan. Dann kommt der schlechte Ruf Ungarns in der europäischen Politik. Was war dieser schlechte Ruf? Das ist unser Ruf aus den dualistischen Zeiten. Also, wie wir das schon gelernt haben, wurden die Ungarn in der europäischen Politik vor dem Krieg und während des Krieges als Unterdrücker der Nationalitäten dargestellt. Also nehmen Sie die Schäge. Also, und das war leider unser Ruf. Es gab eine negative Propaganda in ganz Europa gegen uns. Und das letzte Argument, Ungarn braucht noch Zeit, viele Jahre, bis Ungarn als selbstständige politische Einheit angesehen wird. Warum stechen wir so davon? Weil früher wir überhaupt kein selbstständiges Land waren, sondern wir waren zusammen mit den Österreichern die österreich-ungarische Monarchie. Okay, also im Krieg waren nicht die Ungarn, sondern die österreich-ungarische Monarchie. Wir waren zwar die stärkste Kraft in der Monarchie. Aber wir müssen noch diplomatische Beziehungen knüpfen, wir müssen noch wirklich als unabhängiges Land anerkannt werden. Ja, was waren aber die internen Faktoren? Also bitte sagen wir nicht nur die Ausländer und nur die Siegermächte daran schuld sind. Man darf nicht vergessen, was für eine verfehlte und falsche Nationalitätenpolitik die ungarische Elite während des Dualismus, besonders in den letzten Jahrzehnten, getrieben hat. Also unsere Politiker haben die Bestimmungen des Nationalitätengesetzes nicht nicht gehalten. Wir haben versucht, die Nationalitäten so schnell wie möglich zu majorisieren. Wir haben versucht, ihnen die Autonomie, sogar die sprachliche und kulturelle Autonomie wegzunehmen. Also, wir hatten überhaupt keine guten Kontakte mit unseren Nationalitäten. Es war also klar, dass sie gerne weggegangen sind. Okay, also für die Nationalitäten war das für viele der Nationalitäten, nicht für alle, aber für die Mehrheit der Nationalitäten war das keine Frage, dass sie lieber mit den Tschechoslowaken, lieber mit dem rumänischen Königreich und lieber mit dem serbischen Königreich leben wollten. Wir hatten eine unerfahrene und unentschiedene Außenpolitik, weil wir halt ein ganz neues Land sind. Und freilich hat auch, aber nicht ausschließlich, das ist wichtig, denn Darüber schon was wir verschicken. Aber sie haben auch eine Mitverantwortung.
Und zwar die Karoi-Regierung hat auch eine Mitverantwortung, weil sie ganz naiv an die Punkte von Wirsung geglaubt haben und dass sie nicht aggressiver das Land geschützt haben. Und die Räterepublik hat auch eine relativ große Mitverantwortung, weil sie sich nicht mit der Verteidigung des Landes und mit der Integrität des Landes beschäftigt haben, sondern ihr primäres Ziel war die Verbreitung des Kommunismus in ganz Mitteleuropa. Und das haben sie bevorzugt, statt das Land und die Grenzen Ungarns zu verteidigen. Also wie gesagt, da ist von Orbert Apponyi bis Clemenceau, von Károly bis zur Schicht der Gentry, von den Nationalitäten bis Bela Kun ein bisschen alle daran schuld, dass es so weit gekommen sind. Auch die Kommunisten in Russland. Also ja, damit kann man leben. Also damit, nein, kann man schwer, aber damit muss man leben, dass es so gekommen ist. Was die genauen Bestimmungen geworden sind, das erkläre ich euch im nächsten Video. Danke euch, wiederhören.